Ah! Todd! Mach das nie wieder. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss irgendwo noch eine andere Antenne rumstehen. Noch drei sogar, um ehrlich zu sein. Das ist ja großartig, das Teil. Da guckst du nicht schlecht, ne? Ey, damit kann man euch ja richtig wegschmelzen. Das finde ich ja klasse. Gibt's das auch legendär? Ich meine, ich will jetzt nicht übermütig werden, aber cool wäre es ja. Das ist ja fast eine Cheat-Waffe hier. Gut, das ist natürlich alles andere als gut für mein Aiming, aber das ist auf jeden Fall entspannter. Sprengkapselbox. Wo sind denn die anderen Sachen jetzt bitte? Ich habe nur noch 27 Minuten. Offensichtlich laufe ich in die richtige Richtung. Hoffe ich doch mal. Dass man das alles selber finden muss hier. Da hinten, ah, jetzt hat das Spiel wieder Mitleid bei mir bekommen. Und zeigt die Sachen dann an. Alu brauche ich gerade nicht. Echt nice, eine schöne Nahkampfwaffe, eine fratzige Waffe. Vor allem eine fratzige Energiewaffe. Das finde ich echt cool, muss ich sagen. Finde ich echt cool. Bin froh, dass ich das Ding ausprobiert habe und nicht genug Gamma-Patronen im Stash hatte. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Munition für dieses Gewehr. Plasmazellen, ne? Genau. Oh, da kommt der nächste Freund. Hey, na? Boom! Na gut, die sind auch ziemlich niedriglevelig, aber hey. Cool. So cool. Einfach mal was Grobes. Ah! Alter! Wo kam das denn her? Wow! Wow, ran, ran, ran! War er das? Ja, er war das auf jeden Fall. Aber den Kram brauche ich nicht. Wobei, der Raketenwerfer, ich sehe ihn nicht mal mehr. Er hat sich in seine Bestandteile. Ach, da ist er wieder. Warte mal. Was bringt der 62? Ah! Hey, ich habe gerade gelootet, Mann. Wo ist er denn hin? Ach, da oben. Alter, sag du. Mann, 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 Mann. Komm her! Ich hab dich gesehen, Alter! Komm schon, Mann. Da kommt noch einer irgendwo. Ich bin ein bisschen... Ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Cool. Cool, cool, cool. Nehme ich. Nehme ich. Atomarer Kram, immer wieder gerne. Was bringen denn eigentlich die Handschuhe? 73, ah, aber sind verdammt schwer, kann ich nicht machen. Ich würde mich so zumüllen, das muss echt nicht sein. Aber atomarer Abfall, dafür bin ich immer gut. Wenn es um die Strahlung geht, ne? Repariere die Köder, mache ich. Geht klar, werden sie angezeigt. Habe ich jetzt repariert, oder? Muss ich alle... Komponentenumgehung festgestellt. Führe Funktion fort. Okay, 1 von 4. Das wird jetzt nicht aufhören, hier angezeigt zu werden, oder? Richtig, ich muss jetzt auch zu den anderen. Wo waren die denn nochmal? Du bist noch ganz, ne? Ja, vielleicht muss ich auch da bleiben, aber ich kann ja mal ganz schnell rüberlaufen. Oh, der Enklavenplasma. Das ist ein Enklavenplasma. Die Enklavenplasma. Wie auch immer. Ein tolles Gewehr, voller Spiel, Spannung und Spaß und grünes Glibber, nicht vergessen, vergesst mir ja nicht den grünen Glibber. Kommt nichts weiter. Ja, dann vielleicht hier, nein, 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 nein. Ist jetzt wieder so eine Sache, warte mal, ist nur diese eine Satellitenschüssel, die angezeigt wird, wirklich nur diese eine. Hm. Bleib im Gebiet, während die Köder mit Orbitalplattformen synchronisiert werden. Wo? Wo? Da ist er. Da ist er, die kleine Ratte. Boom! Assimilier das!
Aber es kommt einfach keine weitere Anzeige. Es muss mit den anderen Schlüsseln im Zusammenhang stehen, glaube ich. Oh, jetzt bin ich schon wieder so völlig, ne? Kurz vor der gedanklichen Kernschmelze. Das bloße Reaktionsvermögen funktioniert da noch, aber ne, so gerade so Orientierung und so, ohne Kiste und Aufmerksamkeit, ne, die geht auch flöten. Was war das hier? Die kleine eklige Schwester vom Ranzbruder war das gerade eben. Oh, der brennt, den kann ich reparieren, richtig? Ja, sehr schön. Und der brennt auch. Ja. Mhm. Jetzt habe ich es raus. Was ist mit dir? Dir geht's noch gut, ne? So. Und da hinten ist die letzte Köderschüssel, die ich reparieren muss. Oh, cool. Fusionskern. Endlich. Endlich. Brauche ich sonst noch irgendwie was? Was bringt Stahl? Ich weiß, ich habe gerade andere Probleme, aber... Nee. Brauche ich gerade nicht. Ich weiß, es gibt wieder tausend Sachen, die man daraus hätte bauen können und so, aber... Ich brauche Stahl, Schrauben und Leder. Die Basics. Basics. Wir haben alles. Es geht weiter. Durchladen. Abgeschlossen. Gegnadenübertragung. Aktiv. Ziel erfasst. Sofortige Evakuierung erforderlich. Die Kapule. Begeben Sie sich umgehend in sichere Entfernung. Ernsthaft? Wie weit ist das hier? Das ist eine sichere Entfernung. Zu was denn? Vor dem Start in sichere Entfernung. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht aus dem Gebiet rauslaufe. Ich hoffe, das reicht jetzt auch ohne Kiste. Explokiste, Splittergranate und Hundefutter. Na? Kommt schon! Ja? Vielleicht wird es erst getriggert, wenn ich richtig weit weg... Boom! Nice. Einfach nur schön. Das haben wir schon mal angefangen gehabt, das Event, aber nie so wirklich zu Ende gespielt. Was ist das? Oh! Ich muss abhauen. Wir sind ja noch nicht fertig. Oder, naja, nicht so richtig. Ja, aber nochmal hier zum Doppelschuss Schwarzpulvergewehr. Das war schon ganz komisch, der Grubenhauer, der... Ach nee, das habt ihr gar nicht gesehen, das habe ich hier rausgeschnitten. Ich stand, bevor wir zu diesem Event gegangen sind, stand ich vom Event Einsturzgefahr und, naja, es wollte sich einfach uns nicht öffnen wieder mal. Und wahrscheinlich war ich auch zu spät gekommen. Die 6 Minuten waren einfach wahrscheinlich zu viel. Und da kam ein Grubenhauer raus, Level 14, und ich habe ihn das Ding quasi aus, naja gut, sagen wir mal 8 Meter Entfernung direkt auf die Brust geschossen und habe gedacht, er würde jetzt einfach umfallen. Nee, eigentlich habe ich gesagt, er würde sich in seine Bestandteile auflösen, aber dem war nicht so. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht hier von dem Gewehr. Aber das nächste Mal werde ich wirklich sehr nah rangehen an den Gegner, quasi die Waffe auflegen und dann abfeuern. Denn der zweite Schuss von so einem Doppelschuss-Buff ist ziemlich ungenau, wie ich gelesen habe, und das ist nicht so cool. Das dauert ja auch ganz schön, ne? Mit den Explosionen und so. Ich sterbe wahrscheinlich gleich. Nein, Quatsch. Glaube ich nicht. Plasmakern. Yay. Nuka Sherry, was zu trinken. Aber ich hau mal lieber ab hier wieder. Bin zu nah dran, ne? Oder gilt das alles noch als... Warte mal. Nee. Ah. Ich... Was war jetzt nur los? Warum hat er das da gerade eben angezeigt? Alles ist cool, ne? Wir haben es geschafft. Angegebene Feinde eliminiert. Verseuchung beseitigt. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ja klar, gerne. Auch wenn wir keine Plasmagranatenpläne bekommen haben. Zumindest haben wir dieses Event das erste Mal richtig abgeschlossen. Was lange währt, wird gut. Schauen wir noch mal kurz rein. Irgendwas mit Speerrüstung habe ich gerade gelesen.
Die wir nicht nutzen können. Hier ist noch eine Metallrüstung, die haben wir auch gerade gekriegt, ne? Oder vielleicht ein bisschen früher. Aber leider werde ich die nicht benutzen, weil die keinen legendären Buff hat. Was schade ist. Und verkaufen lohnt sich auch nicht, weil sie nichts wert ist. 38 Kronkorken. Naja. Ich lasse sie drin. Er fliegt als erstes raus, wenn wir volllaufen sollten. Demnach sind wir hier fertig. Ich gucke nochmal auf die Übersichtskarte. Ist hier was Neues aufgeploppt? Nein! T-Terror interessiert mich nicht. Hier würde ich nochmal hingehen zum Lager Adams für die Gute-Nacht-Geschichten. Aber wir ballern jetzt rüber und zwar zur Station R und G, zum dortigen Betriebsbahnhof. Wo war das nochmal? Grüner Zapfen? Ach nein, jetzt ist Erik abgehauen. Erik, Mensch, was soll das? Wie kannst du nur? How dare you? Was ist das? Immer wachsam haben wir schon gemacht. Ja, nee, dann rüber. R&G Processing Services. Das hört sich auch schon so toll an. So richtig professionell. Sofern man überhaupt noch von professionell hier reden kann im Ödland. Ich meine, dass hier überhaupt noch irgendwas läuft, ist echt, das naht an ein Wunder. R&G Processing Services. Und da sind wir auch schon. Beim Lager der Professionalität. Ist hier noch was? Nö, alles cool. Ich weiß, wir waren hier schon. Aber wir können ja mal schnell drüber fliegen. Und dann ballern wir direkt rüber. Zur Station R und G. Ach ja, ich sollte vielleicht mal die Nuka-Cola trinken, die ich vorhin ergattert habe. Nuka-Sherry! Oh yeah. Hunger haben wir gerade nur bedingt. Ansonsten müssen wir uns mal beim nächsten Flüsslein oder so bedienen oder beim nächsten Tümpel. Vielleicht ein bisschen Stahl mitnehmen. Oh, wir haben wirklich wenig Stahl. Ach ja, wartet mal. Ihr habt mir ja so ein Event empfohlen gehabt. Nee, ja, da könnte man ganz konzentriert mal Stahl sammeln und den in die Kiste packen. Und sich hier nicht nebenbei totlooten, was natürlich auch Bestandteil des Spielspaßes ist bei Fallout, finde ich. Aber dann hätten wir zumindest mal so eine kleine Basis, wo man mal wirklich komplett alles so durchreparieren und vielleicht auch mal ein bisschen was bauen könnte. In Sachen Baggerrüstung. Jetzt nicht die Stoßdämpfer, dafür fehlt mir natürlich die Kohle, aber naja, es wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang, aber das müsste man halt kurz verfolgen. Ja, warum eigentlich nicht? Nee, wie gesagt, wir waren hier schon. Das haben wir hier schon zu Genüge auseinandergenommen. Und das ist noch nicht so lange her. Also noch nicht der richtige Zeitpunkt, um das zum zweiten Mal hier auseinanderzunehmen. Wir wollten rüber und zwar zur Station R und G. Wir machen uns einen Marker da drüben hin. Daneben so. Und es geht über die Berge. Und im Rücken die untergehende Sonne von Appalachia. Und wir haben Durst. Wie kann es auch anders sein? Lecker, lecker. Wir haben das richtige Perk-Loadout und die immersive Third-Person-Ansicht an. Es kann nur ein wunderschöner Tag sein. Und vergesst mir ja nicht den Enklavenplasma. Grüner Glibber. Und meine Träume werden wahr. Schön. Einfach mal schön. Ach ja, Holz, ne? Können wir auch mal wieder ein bisschen mitnehmen. Hallo, Holz! Gibt es keine Holz-Events oder so? Charlie Brown, du bist ein Holzkopf. Nein, 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 egal. So, wir ballern rüber. Oh, hier ist was, was wir noch nicht kennen. Nein, das ist die Station. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Und wenn, dann behaupte ich jetzt das Gegenteil. Aha, komm, die Schraubenschlüssel. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Aber hier ist auch schon wieder so eine Mikro-Location und die finde ich auch immer so cool. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist die alte Ghostbuster-Station. Wie in dem Trailer von dem neuen Teil, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber mit dem kleinen Jungen aus Stranger Things. Und Paul Rudd. Das wird cool. Ich fand den Trailer ganz cool, die Grundthematik, muss ich sagen. Aftermath? Meth? After Crystal Meth?
Wir zucken schon mal unseren Alleskönner. Die Enklavenplasma. Nimm mit. Steck ein. Man weiß ja nie. Ist hier überhaupt irgendein Gegner? Nein, ne? Alles cool. So, was haben wir denn hier Schönes? Was hat er denn hier? Ach, eine Sense. Krieg ich die? Nein. Ach, das wäre so cool. Als Unique-Nahkampfwaffe wäre das schon gar nicht mal so verkehrt. Einfach mal so zum Spaß. Tato Tomato. Ich muss dann immer irgendwie an... Ich habe bestimmt schon viermal erwähnt, aber ich glaube, heute ist der richtige Zeitpunkt, um es nochmal zu erwähnen. Ich muss dann immer an die Simpsons-Folge denken, wo Homer mit Radioaktivität Tomaten und Tabakpflanzen kreuzt. Und es entsteht Tomako. Und so eine Kuh durch die Wand bricht und Tomako brüllt. Um einfach mal kurz die Handlung ein bisschen, ne, quer wiederzugeben. Sollte man sich angeguckt haben. Ist moderne Popkultur. Ist ungefähr zehnmal so gut wie die aktuellen Simpsons-Folgen. Aber die sind auch noch okay. Immer noch, weiß ich nicht, 50% besser als alles andere, was so läuft. Wobei, Silicon Valley habe ich jetzt letztens geguckt gehabt. Auch eine ganz nette Serie von HBO. Komplett durchgebinged-watched. Nee, durchgebinged, sagt man, ne? Durchge-Netflix and chill. Ich lerne das irgendwann. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man so ein bisschen Technik interessiert ist. Aber man darf auch nicht zu sehr Technik interessiert sein, weil da ist auch viel Quatsch, was da erzählt wird. Station R und G. Da sind wir. Gibt's hier Gegner? Ich muss hier ja niemanden töten. Das ist ja das Lustige an der Teil-Challenge. Von der Opossum-Batch-Teil-Challenge. Ich muss einfach nur mal Hallo sagen hier. Und mal gucken, was die so im Angebot haben. Vielleicht ein bisschen Kram verkaufen. Vielleicht, weiß ich nicht, Tetra-Packs aus einer Pfütze füllen. Schön. Schön, dass es auch hier einen Bahnhof gibt. Station R und G. Ich komme gleich rein. Ich gucke erstmal ein bisschen, ne? Nur gucken, nicht anfassen. Komme ich hier? Nein. Das ist natürlich wieder Videospiellogik. Ah. Hallo. Was haben wir denn hier Schönes? Feder. Stahl. Aber naja. Nichts. Okay. Was gibt es hier auf dem Hinterhof? Auch wieder aber so ein schöner, kleiner, verträumter Bahnhof. Wahrscheinlich so ein ehemaliger Treffpunkt für die Trucker hier in der Gegend. Wobei, fahren die Dinger? Nee, die fahren noch nicht autonom, ne? Nee, das sieht hier ziemlich nach normaler Fahrerzelle aus. Aber es wäre, wahrscheinlich wäre es so gekommen. Wahrscheinlich wäre es so gekommen. Nehme ich mal mit. Ich habe ja vorhin noch, oder wahrscheinlich in einer der letzten Folgen erwähnt gehabt, dass man die eventuell für die Bruderschaft sammeln kann. Aber da war ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Da war irgendwas mit den Erkennungsmarken und ebenso auch mit den technischen Daten. Und da habt ihr mir geschrieben, dass man die für die Enklave braucht. Deswegen packe ich die erstmal ein. Nuka-Cola-Flasche, was ist das da? Da drunter? Ist immer weg, Cola-Flasche. Achso, das war die Lupe. Das ist die Unterseite von der Lupe gewesen. Schraube. Nee, Federschraube meine ich natürlich. Funkstörgerät, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Ah. Schon wieder hier so ein trauriges Schicksal. Filzhut, den haben wir schon. Splittergranate, nimm mal mit. Nie mehr ohne Splittergranate. Polizeiuniform habe ich auch schon. Redaway verdünnt, genau meine Wahl. Fast komplette Entstrahlung. Bei nur halb so viel Kalorien. Ne? Da sollte man auf jeden Fall Ja zu sagen, finde ich. Hallöchen. Stahlarbeiteruniform rot. Nope. Mm-mm. Zerlegen. Wenn wir schon mal hier sind, ist eine Waffenwerkbank. Gleich mal gucken, ob wir genug Stahl gesammelt haben, um die ein oder andere Waffe, die wir... Nö, ist alles okay, ne? Kann man alles hier
so stehen lassen. Ansonsten nichts Besonderes halt, ne? Ganz normaler neuer Bahnhof. Gefällt mir. Einfach mal schön. Schön habt ihr es hier. Karten gegen geplünderte Beute. Geklaute Beute. Kampflinte kannst du haben, aber mein Dings wirkt nicht mehr, ne? Mein Traubenmantis, aber ich habe auch nicht genug dabei, dass es sich lohnen würde, mein letztes Pilchen Traubenmantis zu futtern. Deswegen gucken wir mal rein. Nee, das wäre bei Effekte, ne? Ja, ja, ja. Okay, dann belassen wir es dabei. Sie sich hier auf ihrem nächsten Kill vor. Kill. Der Typ, ey. Ist einfach nur die Härte.